Kann so. Man von der Brücke war gerade einer. Cool. Ach, hier, da hat immer noch die eine Keule da. Ja, die hab ich gerade aufgehoben. So. Oh, hier war doch gerade noch ein großer. Wo ist denn jetzt hin? Och, Menno, ist hier runtergefallen? Ah ja. Juhu, sehr schweres Schloss. Ich bin da wieder mal eine Weile beschäftigt. Jo. Also, lass es Hilde machen, der muss üben. Dann würde ich es ja nicht machen lassen. Nee, ich ist egal, ob ich es übe, ich kann es einfach nicht. Ach, das ging schneller als das andere. Ist Dave schon wieder disconnected? Das wird's erklären. Nee, nee, das ist das. Schade. Mein Mann war gerade so, Dave aus dem Discord rausgeflogen, zack, Schloss offen. Jetzt hol mal her. den habe ich schon offen, den Krankenwagen hier. Das ist schön. Ah. Oh, ja, cool. Text. Nice. So, Quest. Achtung. Ach, jetzt musst du aber die Quest mal auswählen, ne? Weil du bist der Chef. Wirklich. Aber bei mir funktioniert das ja auch. Quest. So, dann müssen wir mal looten. Ja, ich kann hier. Nicht. Ja. Tolga, ich bin's, Crane. Der Sitzungsmeister. Ich hab also Sonargerät. Sonar? Oh, brauchen wir jetzt nicht. Wer sagt denn, dass wir es jetzt brauchen? Wie kommst du darauf? Raus aus der Leitung, Fantin! Sagt Bescheid, wenn ihr es braucht. Crane, Ende. Meine Kiste auf. Oh ja. Kiste ist auf. Sehe ich noch nichts von. Ah, jetzt. Inventar voll. Sehr gut. Eurer Säbel. Könntest du mal warten? Er wollte an die Kiste. Da war noch ein ja, Stück Million drin. Hat er sich extra weggelegt, ja. Kann man auch verstehen irgendwo. Oh, so viel Mull, Dave. Mull, Also bei uns hat man Mull noch mit Ü geschrieben. Hä? Auf dem Medikit. Oh, blaue Fehlermeldung, hast du gesehen? Was ist Fatal Exception BE? Uralte Fehlermeldung. Hier der Polizeitransporter ist auf. Hä? Naja, dann läuft er. Oh, Stromkabel. Bei mir. So. Ich hab mir eher erstmal Days Mittagessen angeguckt. Da hatte ich dann neben dem PC auf dem Tisch. Ja. Geil, Mann. Oh, wie viel Mull, Alter. Da voll die, Mullität. Voll die Mullheide. Ja, Mann. Oh, geil, so heißt er. So mach jetzt, so nenne ich die Folgentitel. Ich muss ihn aufschreiben. Sehr gut. Danke. Da Lucy schreibt Namen zusammen. Namen, Schulle. Hallo. Hallo, Schnulli. Schnulli. Kommandante heilen Alter, kurz. Alter, dieses scheiß Schloss, ey. Ah, jetzt. Danke, Dave. Gerne. Komm, macht Dave was Sinnvolles, finde ich den richtigen Punkt. Der am Rücken gekrabbelt. Oh, ein erstklassiger Militärmachette. Hier ist der nächste. Machette. Der nächste. Ja. Das ist was Feines. Was? Erstklassige Militärmachette. Deutsche Kompositpistole. Müssen Hilde aus mal hochziehen irgendwie ein bisschen, ich ne? Ich kann sagen, was kriegt denn hier für Blut? Ich bin Mr. Crane. Ich hab's von... Was ist so Crane, wer ist da? Warte mal kurz. Hier ist Volkan Dahl. Ich bin bei den Brüdern. Würden Sie uns bei der Fahrzeugfabrik treffen? Ich gebe Ihnen die Koordinaten. Ich komm gleich hin. Hey Dave, deine Freundin ist hier noch. Meine Freundin? Hilde, da kommt deine Freundin geflogen. Ach, guck mal hin. Oh. Die wollten mit dir kuscheln. Hat sie gesagt. So, ich zeig mir gerade noch ein bisschen Material. Alter, medizinisches Material, noch mehr medizinisches Material, alles haben. Alles meins. Ich höre einen Gas. Ich hatte es vorhin schon kurz erklärt, ich weiß nicht, ob du so zugehört hast, Hilde, wenn du der Überlebensrang. An dem ist das gebunden. Umso höher der Überlebensrang ist, umso bessere Waffen kriegst du. Die findest bessere Waffen und der Händler hat bessere Waffen. Ich hab grad mal vier. Hier auf dem Drehhocker lag ein Sammlerstück. Ja. Warte, wie lange hast du nicht mehr mitgespielt? Wir haben das Gefängnisding zusammen gemacht. Die Folge kommt übrigens morgen. Die Folge kommt übrigens morgen, 1 Stunde 49. wir haben ihn nur zu zweit gemacht. Ja, na klar. Alter, ich kann aber öfter hingehen zu viel Minipicks. Hier liegt ein Kampftagebuch. Ja, hab ich doch schon dreimal gesagt gerade. Ja, Entschuldigung. Ich hab wieder nicht zugehört. Was? Was? Penis? Hat er was gesagt?
Wer? Weiß ich nicht wer. Ich glaube, ich habe hier alles gelootet. Oh, viermal Mull, Alter, so wie Mull. Was? Hier sind noch 1000 Taschen. Hast du die auch gelootet draußen, die grünen? Wahrscheinlich. Boah, guck mal, die ganzen Scheiße, die hier rumliegt. Ja, wir haben auch kräftig gekillt. Was ist hier los, Hilde? Hey, Hilde. Ich arbeite dran. Ja, ich bin schon fertig. Wir haben gerade Anruf gekriegt von irgendeinem Volkan Dahl, hast du das gesehen? Hast du mitgekriegt? Scheinbar. Ja, wir sollen zur Autowerkstatt so nah doch jetzt bringen. Genau. Hast du ja, dann nee, dann wieder ja. Los mit denen, ne? Die Oma. Gut. Ups. Oh oh, oh oh. Mächtiger Dolch. Ich hab's überlebt. Was los? Oh, danke, Hilde. Eine lilane Machete und ein Pitfighter-Mod. Oder auch immer Pitfighter-Mod ist. Das ist cool, Pitfighter-Mod ist gut. Die macht mehr Haltbarkeit, glaube ich. So viele Mods gibt's gar nicht. Das ist gar nicht so kompliziert. Alter, der hat der Bums. Der Zombie, was auch? Meine Fresse, nicht schlecht. So. Ich mach mal auf. Okay. Wir haben gestern haben wir die Quest gemacht mit Jade. Hilde, weißt du noch? Ja. Haben wir damals auch zusammen gemacht. Und die stirbt. Okay. Ja. Das Schlimme ist, wir müssen jetzt looten, Dave. Die haben Kaffee ohne Ende. Wir müssen, ja, komm machen, aber ist kein Problem. Wir sollen nur kurz warten, bis die Säckchen da sind, würde ich sagen. Ja, ist auch eine Idee, dann sehe ich meine Pfeile auf der Besser. Geh mal raus da. Boah, ich mach die mal weg. Ja, alles klar. Hilde, raus, Hilde raus. Schönes Ding. Zack, Genickschuss, Kopf explodiert. Das ist so geil, das Spiel, echt so gut. Aber es vermittelt eine völlig falsche Vorstellung von Stabilität eines menschlichen Körpers. Wieso? Hilde, der Hilde-Spieler hat heute Legolas. Ne, das in der Tat ist, dass Dante dein Legolas macht. Das ist Dante. Kann er mal zeigen? Bleib mal stehen, Dante. Guck mal, dein... Das ist Dante. Das Stream hast du aber an, oder? Ja, ja. Moment, ich denke mir das aus, was Schulle sagt. Ich bin eigentlich Schulle, das ist meine zweite, mein alter Ego. Eins von den 10 Persönlichkeiten. Das wäre durchaus möglich. Es gibt noch keinen Beweis, dass Schulle existiert. Das stimmt. Und Dante auch. Ich bin auch Dante eigentlich. Das ist mein böses Ich. Nee, das ich kann könnten Personen widerlegen. Ich verstelle meine Stimme immer, Hilde, weißt du? Deswegen. Ich kann auch mit gleichzeitig so reden, das geht. Du bist Bauchredner. Deswegen ich bin Bauchredner. Das ist ein bisschen komisch angehen. Ja, genau. Gut, dass wir das geklärt haben. So, schön, wir haben es geschafft. Also Mülli könnte bezeugen, dass ich existiere, ja, ja. Und ich könnte bezeugen, dass Mülli existiert. Aber dass Schulle existiert, das kann keiner beweisen. Doch, Schulle, das kann Mülli auch. Weil Schulle und Mülli sind auch hier noch mal ein Liebespaar. Love is in the air. In love is in the air. So, die Frage ist jetzt allerdings, wie kommen wir da wieder rüber? Wahrscheinlich, Swimming in the air? Oder Bus ja. Ankrabbeln? Versuch mal einen Bus anzukrabbeln. Dann krabbel mal den Bus an.
Pass aber auf, dass keine Schnauze ist. Geronimo! Nee, das geht nicht, das geht nicht. Nee. Ich werde auch runterfallen. Ja, du hast eh keinen Haken, ne? Das ist mal Hilde, da muss er richtig Gas geben heute, Alter. Wir müssen Hilde aufs Endgame vorbereiten. Was kommt denn, Rabbit? Hast du schon lange nicht mehr mitgespielt oder sind wir so gut, so schnell? Wir sind so gut und schwer. Wir müssen sowieso zum Turm. Mit ja, zum Turm, oder? Ständig. Ja. Wir sind ja eigentlich schon in einer anderen Stadt. Wir sind jetzt heute nur zurückgekommen, um die ganzen Nebendinger zu machen, die es hier noch gab. Okay. Also in der Altstadt. Ja, ja, lass erstmal, bevor wir jetzt zum Turm rennen, gucken wir erstmal, was hier noch an Nebenquests gibt, die wir annehmen können. Ja, komm mal. Der Angel sieht tatsächlich nicht rosig aus. Nicht rosig aus. Da ist der Laden. Im Turm sehe ich noch eine Quest. Oh, nur noch im Turm. Würde ich fast behaupten. Und die noch offen sind, ne? Kaffee, Feuerzeug, Bandagen. Im Norden reichs Leute. Und da war. Ich habe noch gesehen. Da ist noch Oslo oder Osan, irgendwas. Hier oben ist noch einer. Weiß Leute, ja, Osman, genau. Das. Ich hab mal Markierung drauf geschmissen. Was siehst du? Was ich meine? Das hab ich doch schon gesehen, hab ich doch schon gesagt, Reis Leute. Ach so, dasselbe gewesen, gut. Gut, bringen wir den Osman den Scheibenwerfer zurück, dann sind wir die Quests mal los. Dann geben wir Osman Alfie ab und dann gucken wir mal. Hätte ich gesagt. Das ist übrigens dieselbe Quest. Echt? Scheinwerfer abgeben und Alfie ist dieselbe. Ach so, entschuldige. Willst du was kaufen? Ich habe rund um die Uhr geöffnet. Ja, das ja, ist schön. Gib mal hier deine Strompfeile. Oh, kein Slot. Danke, Boardman. So. Hätte ich nicht gemerkt, dass der komische Kauz wieder online ist. Ja, gut. Aber dass der hier spammen muss, während wir streamen. Ah, der ist nicht so schlau, der Boardman. Was ist denn dieser Hilde? Den hab ich doch gerade irgendwo gesehen. Er redet auch nicht mehr. Doch, doch. Such. Ach, da ist er doch. Ja, der steht in mir, ist das Problem. Ich treffe den nicht. Er steckt in dir? Hasch mich, ja. Ich bin doch Frühling. Was machst du jetzt da, Dave? Überlegen. So, jetzt geht's weiter. Oh Gott. Pass auf, Bombe aktiviert. Schade, gerade bist du schön gestorben bei der Aktion. Ja, ja. Hast du jetzt die Autobombe aktiviert? Ja, rennt hin, bumm, tot. Sag tot. Hilde, bleib mal stehen. Ja. Ah, nicht durch mich durchrennen. So, danke. Hä? Ach, danke schön. 500 Punkte. Ich müsste aber irgendwas. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier komisch. Wir hatten ja diese Tolga-Quest. Tolga und Fatin-Quest. Und dann hat ja, ja. Der andere Typ angerufen, der bei den Brüdern ist. Ja. So, und aber wir haben ihn ja gar nicht abgegeben von Tolga und Party. Ja, haben wir ja auch noch nicht. Alles klar. Wollen wir das schnell machen? Nee. Wo ist er in der Nähe? Wo ist denn das bitte in der Nähe? Ich weiß nicht, ich kann es nicht aktivieren, weil ich bin nicht mehr Host. Das ist voll scheiße. Musst du gucken, wo das ist. Ja, wenn du sagst, das ist hier in der Nähe, dann wirst du ja wohl wissen, wo das Ziel ist. Nee, aber wir sind ja nicht weit gegangen bis zur Brücke von da aus. Oh ja, die sind aber nicht mehr in dem Fischerdorf, du Knabbelkopf. Deswegen wollen wir uns ja in der Autowerkstatt treffen. Na klar. Wäre schön, wenn du den Funksprüchen mal zuhören würdest. Na, das war schwierig, waren zu viele Leute vorhin. Zombies. Warten, sondern einfach dahin laufen, wo wir gesagt haben. Wir müssen bei einem Punkt treffen uns, oder? Ich habe jetzt keinen mehr gesehen, eben gerade. Hat ein Schlitter vom Punkt. Wir ja, treffen uns beim gelben Punkt, oder nicht? Nee, wir treffen uns am Turm. Ach so. Ist das nicht dasselbe? Ist egal. Nee, dann treffen wir uns am gelben Punkt. Nee, ich gehe zum Turm.
Entschuldigung, Hilde. Hab ich auch. Schon okay. Wusste ich, dass du hinter mir bist. Das ist schön, wo du überall V drücken kannst, wenn du unterwegs bist. Möchtest du V drücken? Ja, möchte ich. Bitte bestätige mit V. Ja. Hallo. Ah, und er hat schon wieder neues Zeug. Das ist schön. Bei mir ist leer. Hast du eben was geholt, oder? Ich war noch nicht nach der Nacht da. Die Nacht haben wir auf dem Turm, auf dem Weg zum Turm verbracht. Ach so, stimmt. Ah, gut, dann so, Dave braucht ja noch einen Moment, damit wir kurz auf. Ja, ich bin leer. Ich seh schon nicht mehr. Ja, na, also ich bin schon hier. So, da bringen wir mal eine UV-Strahler zu Alfi, der braucht die unbedingt. Die Quest hat mal eben was angefangen gehabt. Dann mal gucken, wo uns unser Weg noch hinführt. Wir müssen mal Hilde jetzt ein bisschen leveln irgendwie, keine Ahnung, wie wir das machen. Hier am besten GI-Pakete, da gibt es ja Hauptüberlebenspunkte für immer. Und es soll hier so, verstrahlte Zonen geben, wo es richtig gutes Zeug gibt. Okay. Anna im Chat gestern gesagt. Abgemacht, treffen wir uns immer am gelben Punkt. Warum stehen wir hier rum und nicht bei Alfie? Bonuslaufzettel, was ist denn das? Dave. Ja, was? Ich dachte, du bist schon da. Ja, bin hier. Du warst doch nicht da, Mann. Ja, natürlich. Brauchst du was? Weil du ja nicht da warst. Dann musst du warten. Wir haben zu tun. Ich hab was, das deine Stimmung aufhellen könnte. Die Strahler? Du hast die Brückenstrahler? Aber wie? Ach, egal. Geht mich nichts an. Reckon auch nicht. Sag, du hast sie in einem Schuhkarton gefunden. Bist mein neuer Lieblingskumpel, Crane. Ich kümmere mich um dich. Morgen Abend werden wir schon viel sicherer sein. Da siehst du, hat der Hilde schon mal schöne 5000 Punkte. Kaffee 13 abgeben. Wie kann ich dich heilen auf F? Ja. Gib 500 jedes Mal. Geht nicht. Hast du vielleicht keine Medikits? Keine Medikits? Ne. Ja. 10 Stück habe ich. Ach, guck mal. Guck mal. Hey, Spike, Mann. Alte Kanone. Ach, der ist hier. Wo ist jetzt hier? Das andere Lager ist ja abgefackelt. Was ist denn Bonuslaufzettel? Ach, ja, Bonus. Das ist ein Bums-Mod. Spike versorgt dir täglich kostenlose Gegenstände, Alons. Dying Light Bonuslaufzettel. König! Geil! Na, du bist meine Rettung. Diese Kaffeefanatiker sind gefährlich. Die Schattenjäger, die reden können. Und sie kennen nur ein Thema. Königmutter halten. So. Königmutter halten. Hier gibt's Geld. Ja, lies das nochmal vor, hab ich vorhin schon gemacht. Hör dich mal da hinten. Sehr gut. Cool. Danke, Spike, alter Kanone. Tot oder lebendig? Zwei Spritzen, Schmerzmittel. Hol dein Geld ab. Hab ich. Aber Spritzen und Schmerzmittel habe ich nicht. Bleib nicht draußen, wenn es dunkel wird. Warum nicht? Suche nach Feuerzeug, Guards. Nö, nee, haben wir auch nicht. Feuerzeugglas. Geil. Was hat der noch? Cricketschläger und Schrott. Sehr gut. Können wir schon ein paar Medikits herstellen, das dauert nicht lange. Entwürfe. Meine. Sonnenuntergang, es ist soweit. Der Typ, der uns voll angerufen hat, der hieß doch Vulkan, oder nicht? So heißt er, der DLC. Wahrscheinlich ist er vom DLC der Typ. Keine Ahnung, ist mir egal. Ich will jetzt hier mit Blake reden. Okay. Die Sonne geht unter. Wir sollten los. Der sagt eh nur, geh zu Alfie.
Oh, Dave, dein Ernst, ey. Ja, Mann. Ja. Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt.